Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video von Eva und meiner Challenge. Und heute ist das Thema Jutebeutel. Und ja, seid gespannt, was ich gleich damit mache mit dem Thema. Ich habe jetzt hier zwei Stücke Stoff, einen alten Jutebeutel. Und die Stücke Stoff sind jeweils etwas größer als der Jutebeutel. Ich kann euch das mal ganz zeigen. Das ist der Stoff und wenn ich den Jutebeutel jetzt hier drauf lege, der ist halt nicht mehr so schön und deswegen will ich den jetzt hier neu aufpimpen. Wenn ich das hier so drauf lege, jetzt sieht man es, hier ist halt jeweils immer noch so 2 cm Platz und hier oben, das sind ungefähr 5 cm. So, außerdem habe ich hier noch eine größere und eine kleinere Schere. Eine lange Kordel, die habe ich selbst gemacht. Die ist jetzt ungefähr 1,40 Meter lang. Dafür habe ich ganz, ganz lange Wolle genommen. Also 8 Meter lang. Und habe das dann gekordelt und ein paar Mal doppelt gemacht. Und jetzt sieht es so aus. Ich hatte letztes Mal schon mal gefragt, ob ich eine Kordel mal zeigen soll, aber ich hatte das Gefühl, dass die meisten von euch eigentlich wissen, wie das geht. Ich kann es gerade einfach nochmal erklären. Man macht hier das Ende über ein, also man hat einen Faden, da macht man, den halbiert man und macht das hier über eine Türklinke zum Beispiel und dann dreht man das Ganze immer in eine Richtung und dann irgendwann macht man es doppelt und dann kordelt sich das so. Außerdem habe ich Textilkleber wieder. So, als allererstes lege ich die beiden Stoffe mit den schönen bedruckten Seiten aufeinander. Also die bedruckten Seiten sind innen, die anderen Seiten außen. Und jetzt werde ich einmal hier entlang überall das Ganze aneinander kleben. Also nicht komplett, oben bleibt es offen. Und hier links und rechts und unten mache ich mit dem Kleber einen Streifen und klebe das da aufeinander. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit diesem Kleber gearbeitet und das ist am besten, wenn man das hier ganz leicht so aufträgt, leicht ein bisschen tupft, also nicht zu viel. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen zu viel benutzt, aber es reicht, wenn man das wirklich einfach so dünn aufträgt. Muss man auch nicht unbedingt auf beiden Seiten, sondern wenn ich jetzt hier den Stoff so drauf klebe, dann hält das schon gut. Also auf einen Stoff recht dünn den Textilkleber auftragen. Muss nicht direkt am Rand sein, sondern man kann dann einen ganz kleinen Abstand lassen und dann drückt man das Ganze hier drauf. Natürlich müsst ihr darauf achten, ich habe ja eben gesagt, das waren so 2 cm noch am Rand, also 2 cm größer als der Jutebeutel und das sollte halt jetzt immer noch ein bisschen größer als der Jutebeutel sein, weil der Jutebeutel kommt da am Ende rein. Das zeige ich euch gleich. Hier an dem Stoff ist noch hier so ein weißer Rand, also das war so die Kante von dem Stoff. Und hier muss ich jetzt darauf achten, dass die Klebekante dann direkt dahinter ist, damit nicht hinter irgendwie was Weißes auf dem Beutel noch zu sehen ist. So, jetzt habe ich hier einmal an den beiden Seiten und unten eine Klebekante gemacht und das muss jetzt erstmal gut trocknen. So, die Kanten sind jetzt getrocknet. Und als nächstes mache ich hier diesen Jutebeutel so auf links, also nach, dass die Nähte hier nach außen sind. So, und in diesen Beutel hier tue ich jetzt diesen anderen Beutel, den ich gerade gemacht habe, rein. Aber hier bleiben auch die Nähte, also diese diese Kanten außen. Also ich habe den noch nicht umgedreht, der schöne Stoff ist immer noch innen. Kommt jetzt auf jeden Fall hier so rein, richtig gut hier in die Ecken reinmachen. Kann man ja auch dann so ein bisschen festhalten und einmal schütteln gleich.
Also nochmal zur Erklärung. Der Buntbeutel hat jetzt ganz innen hier diesen schönen bunten Stoff. Ist dann so hier in diesem Jutebeutel drin, der auch die Außenseite innen hat. Das Ganze jetzt einigermaßen glatt machen. Jetzt als nächstes schneide ich hier von dem Jutebeutel die Henkel ab. Es wird nämlich gleich kein ganz normaler Jutebeutel, sondern eher so ein kleiner Rucksack. Jetzt kommt die Kordel dazu. Die lege ich jetzt hier so einmal so mittig drauf. Und dann schlage ich jetzt das Ganze hier oben so rüber. Die Kordel ist jetzt hier innen. Jetzt als nächstes muss ich an einer von den beiden Seiten so ein kleines Loch reinschneiden. Ich mache das mal hier oben so. Ich zeige es immer vom Nahen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Schnitt reingemacht. Und da muss ich jetzt noch, kann man das ja ganz einfach machen mit der Kordel. Also die muss einmal hier unten überall rumführen. Und hier aus der Kordel kommen dann die beiden Bänder raus. Ich drehe den Beutel mal einmal um, dann kann man es besser sehen. Also hier drin ist jetzt die Kordel. Hier unten auf der anderen Seite auch. Die Kordel liegt hier drin. Und hier oben kommen die beiden Enden raus. Jetzt klebe ich noch das Ganze hier dran fest an dem Beutel. Diese Kante. Dafür trage ich jetzt auch einfach wieder hier an der Kante das auf. Ruhig so ein bisschen breiter auch. Also waren auch wieder nur Tröpfchen, aber ruhig so einen etwas breiteren Rand. Ich mache das mal so in Strichen. Hier bis zum Rand. So. Und das Ganze drücke ich jetzt hier an. Dann drehe ich den Beutel um und das Gleiche mache ich hier auf der Seite mit dem Stoff. Hier an den Kanten fange ich nochmal an und mache das Ganze dann hier so. So, und auch das drücke ich jetzt hier an. So, und das muss jetzt auch wirklich nochmal sehr gut trocknen. So, ich habe jetzt gewartet und das Ganze ist jetzt gut angetrocknet. Das hält jetzt hier. Und jetzt drehe ich den Beutel einmal so um und gehe hier in die Ecken, halte beides gut fest und hol das Ganze jetzt so nach außen. So, die Ecken muss man noch gut rausholen. Am besten mit den Fingernägeln so rausknibbeln. Jetzt kann man das oben einmal ein bisschen zusammenziehen. Einmal schon mal testen. Und das funktioniert ganz gut. Jetzt als nächstes soll das Ganze ja noch ein Rucksack werden. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt eben schon gesagt habe. Das Ganze soll ja aussehen oder so werden wie so ein Beutel, der jetzt hier die Bänder hat, damit man den auch so auf dem Rücken tragen kann. Gibt es jetzt ja ganz viel so und ich finde das auch total schön. So einen ganz kleinen Rucksack, so einen Jutebeutel-Rucksack. Und dafür fühle ich jetzt erstmal nochmal hier, dass hier auch wirklich Stoff und Beutel zusammen sind. Hier ist es jetzt so. Man fühlt, dass der Beutel halt hier drin ist und dann hier außen der Stoff. Hier die Ecke habe ich noch nicht ganz rausbekommen. So. Genau. Und hier in der Ecke mache ich jetzt mit meiner Schere so ein kleines Loch. Dafür piekse ich die Schere hier einfach so rein.
so ein ganz kleines Loch gibt. Und dann wedel ich hier meine Kordel durch. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber ich will das Loch auch nicht zu groß machen. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier so mit meiner Schere, da wieder so ein bisschen durchzufädeln. So, das passt. Jetzt muss ich das Ganze noch wieder rausziehen. So, die Kordel ist durch. Und hier am Ende mache ich jetzt einen ganz dicken Knoten. Das ist schon jetzt hier so ein bisschen verheddert. Hier werde ich jetzt auf jeden Fall mehrere Knoten übereinander machen, damit das hier gleich nicht durchrutscht durch das Loch. Ich habe extra ein ganz kleines gemacht, aber trotzdem will ich jetzt hier 3-4 Knoten übereinander machen, dass das hier so dick ist. So, das hält jetzt auch. Dieses Ende kann man auch noch abschneiden. Oder man hätte auch einfach jetzt hier zum Beispiel einen Knopf oder so anknoten können, statt diesen dicken Knoten. Das gleiche mache ich jetzt hier auf der anderen Seite. So, der Rucksack mit dem Jutebeutel-Innenleben, den gibt dem Ganzen auch wirklich ein bisschen mehr Stabilität, dieser Jutebeutel, weil sonst der Stoff allein wäre echt ein bisschen dünn. Und wenn da dieser Jutebeutel drin ist, ist das Ganze einfach ein bisschen fester. Ja, und dieser Rucksack ist jetzt fertig. Das hier unten hält jetzt auch ganz gut. Von der einen Seite ist er so, von der anderen Seite so. Und da kann man jetzt halt ein paar Sachen reintun. Zu schwere Sachen sollte man nicht reintun, aber ich packe jetzt hier mal meinen Portemonnaie, Kalender, Taschentücher, Stiftemäppchen, noch ein Heft dazu. Das packt man alles rein und dann kann man das Ganze hier oben so stramm ziehen. Und gerade dadurch, dass das so doppelt ist, also innerer Stoff und äußerer Stoff, wird das Ganze dadurch so ein bisschen bauchiger, was ich auch wirklich schön finde. Hier sieht man es. Es ist jetzt nicht so ein ganz strammer Beutel, sondern sieht so ein bisschen lockerer aus. So, und das Ganze kann man jetzt einfach tragen auf dem Rücken. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, man kann den Beutel so rumtragen, mit der hellen Seite nach oben. Oder man kann es natürlich auch andersrum machen. Dann dreht man sich den Beutel einfach um und führt die Träger, die Bänder hier in diese Richtung. Und jetzt ziehen sich so rum auf. Das ist total praktisch. Man kann ihn halt einfach so als Rucksack tragen. Oder genauso kann man ihn natürlich einfach so auch in der Hand tragen. Also einfach so an den Bändern tragen zum Beispiel. Also ein sehr praktischer Beutel. Gemacht aus einem Jutebeutel und aus Stoffresten. Super praktisch, passt auch relativ viel rein, aber dürfen nicht zu schwere Sachen reingepackt werden. Wenn euch der gefällt, dann klickt auf den Daumen nach oben und kommentiert dieses Video. Was haltet ihr von meiner Idee? Wollt ihr das Ganze vielleicht nachmachen? Schreibt das alles in die Kommentare und jetzt seht ihr gleich noch den nächsten Begriff, den Eva und ich ziehen. So, wir hoffen, unsere Videos haben euch gefallen und jetzt geht's los. Ich darf jetzt wieder ziehen. Für unsere nächste Challenge. Genau, die nächste Runde, was ihr nächste Woche dann seht. Und, oh, ein Begriff von mir diesmal, es geht um Tassen nächste Woche. Okay. Ja, da freue ich mich. Was machen wir mit Tassen? Mal schauen. Ich habe schon eine Idee. Lasst euch überraschen. Ja, wir hoffen, die Videos haben euch gefallen. Und wenn das so ist, lasst uns einen Daumen nach oben da, das wäre super. Genau, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und teilt die Videos mit euren Freunden, sagt euren Freunden Bescheid, damit die auch mal unsere Videos gucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Bis dann. Tschüss.